Hallo Kackbratzen. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie recht schmerzlich auf unserer heutigen Fahrt nach Hohenhausen über Aschkrampenheim und Kleinkümmelstadt. Bitte halten Sie während der Fahrt Ihre Fresse und sprechen Sie nicht mit dem Fahrer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr hier schon mitbekommen, dass ich einen eher merkwürdigen Spielegeschmack habe und die vermutlich merkwürdigsten Spiele aus meiner Sammlung stammen natürlich aus dem fernen Japan. Woher auch sonst? Das Problem mit merkwürdigen Spielen ist, dass sich keine Sau dafür interessiert und die Videos auf YouTube im Nirvana landen. Mal davon abgesehen, dass aufgrund mancher Wörter meine Videos ohnehin der Zensur zum Opfer fallen. Auf der anderen Seite kann man hier auf YouTube fast ganz ohne Probleme nackte Möpse und Muschis zeigen, sofern man seine Werke unter der Kategorie Tutorial oder Educational ablegt. Das soll man mal verstehen. Ich fordere sofortige Freiheit für den Fuchs und keine Zensur für Schimpfwörter, ihr verfickten Arschlöcher. Aber ich schweife ab. Und bevor ihr euch nun auf die Suche nach besagten Tutorials macht, schaut zuerst dieses Video an und hinterlasst vielleicht ein Abo. Danach könnt ihr, rein edukativ versteht sich, Mütze Glatze spielen. Wir hatten hier jedenfalls vor langer Zeit den knallharten Zugsimulator Densha de Go, für den sich jedenfalls kein Arsch interessiert hat. Vielleicht sind aber Züge nicht euer Ding und ihr steht auf den Duft von Benzin, das Quietschen des Gummis auf Asphalt, hohe Geschwindigkeit, viel Adrenalin und ziemlich PS-starke Fahrzeuge? Ja, dann habe ich auch heute leider nicht das richtige Spiel für euch. Oder vielleicht doch? Die Perle von heute, die maximal nur einer von euch jemals gespielt hat, hört auf den wunderbaren Namen Tokyo Basu Annai und ist vermutlich der allererste und allerbeste Busfahrersimulator aller Zeiten und das noch Jahre bevor der allseits beliebte und absurd lahme Busi überhaupt das Licht der Welt erblickte. Doch Tokyo Basu Annai, bekannt auch als Tokyo Bus Guide, ist anders. Wo der Busi noch zu relativ entspannten Fahrten durch die Stadt einlädt, ist dieser echte Bussimulator wohl das härteste, was ihr jemals gespielt habt. Jeder noch so kleine Fehler wird heftig bestraft, denn wer hier schon ganz leicht mit seinem Bus den Bordstein küsst, kann seine Karriere als Busfahrer an den Nagel hängen. Mehr dazu aber später. Aber um es kurz zu machen, der ach so tolle Busi ist ein kompletter Dreck dagegen. Tokyo Basu Annai wurde vom japanischen Entwickler 45 in Zusammenarbeit mit den Tokyoter Verkehrsbetrieben entwickelt und kam erstmals 1999 für die Dreamcast und dann zwei Jahre später auch für die PS2 auf den Markt. Im Prinzip sind die Versionen fast gleich. Es gibt denselben Story-Modus, dieselben drei Strecken und einen Freeride-Modus, aber 45 spendierte der PS2 zusätzlich noch einen Herausforderungsmodus, in dem sich der schmerzbefreite Fan zusätzlich noch hinter das Steuer eines Doppeldecker- und Schulbus setzen darf, um einen höllisch schweren Hindernisparcours zu absolvieren. Die zwei zusätzlichen Busse sind leider nicht im Story-Modus verfügbar. Im besagten Story-Modus, dem Kernstück des Spiels, wobei es weniger ein Spiel als eine knallharte Simulation ist, schlüpfen wir in die Rolle eines Busfahrers, dessen Aufgabe es ist, in allen drei vorhandenen Routen fahrplanmäßig die Strecke abzufahren. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn wir sind ja hier in Japan und schon der kleinste Fehler bringt nicht nur Schande über euch, sondern über eure Familie, eure nicht geborenen Enkel, eure Katze und natürlich und hauptsächlich über das Busunternehmen. Denn eure geschätzten Fahrgäste sind die wohl größten Kackbratzen, die ihr euch nur vorstellen könnt. Wer hinter dem Steuer seines Busses Karriere machen möchte, muss sich bewusst sein, dass der Fahrplan die allergrößte Priorität hat. Wer auch noch ein bisschen zu spät kommt, dem droht ein Punktabzug. Und wer meint, er könnte das System überlisten und vielleicht etwas schneller über den Asphalt heizen, um früher anzukommen, dem droht ebenfalls ein Punktabzug. Mal davon abgesehen, dass eine Geschwindigkeitsüberschreitung allein schon hart bestraft wird. Wer nicht sofort vom Gas geht, dem werden alle circa 3 Sekunden so lange Punkte abgezogen, bis man die empfohlene Reisegeschwindigkeit erreicht hat oder bis eben seine Lebensenergie aufgebraucht wurde. Grundsätzlich sind aber bis zu 4 km/h über dem Limit gerade noch so in Ordnung, aber man sollte wohl besser nicht allzu viel riskieren. Und wer wie ein Rentner durch die Gegend schleicht, wird wohl auch keinen Blumentopf gewinnen, da man so den Fahrplan niemals einhalten wird. Wer bei einer roten Ampel, bei einem Hindernis oder bei der Anfahrt einer Haltestelle zu heftig in die Bremsen tritt, riskiert allerdings, dass sich die Passagiere heftig beschweren und es droht, ihr habt es vermutlich schon erraten, ein Punktabzug. Und wer nach einem Stopp zu schnell beschleunigt, erhält ebenfalls einen Punktabzug. Grundsätzlich gibt es im Spiel kaum etwas, für das man nicht bestraft wird. Ihr habt den Blinker beim Abbiegen oder Spurwechsel nicht betätigt? Punktabzug.
Ihr habt den Blinker zu früh betätigt? Punktabzug. Ihr kommt bei einer engen Kurve nur ganz leicht über die Fahrbahnmarkierung. Punktabzug. Und wer Zebrastreifen nicht beachtet, seinen Bus in ein anderes Fahrzeug versenkt, die Leitplanke knutscht oder sich im Gegenverkehr verirrt, kann seinen Job im Prinzip sofort an den Nagel hängen. Ganz wichtig ist auch, dass ihr rechtzeitig vor einer nächsten Haltestelle diese auch ankündigt, denn sollte das nicht passieren? Richtig, es gibt einen Punktabzug. Auch wer die Haltelinie nur einen Bruchteil überschreitet, darf sich über ein paar Punkte weniger auf seinem Konto freuen und ganz wichtig ist auch, dass man nach einem Stopp immer alle Türen schließt und auch den Rückspiegel kontrolliert, damit man den eventuell nachfolgenden Verkehr nicht beeinträchtigt. Allerdings muss man auch damit rechnen, dass die anderen Verkehrsteilnehmer teilweise sehr unfair reagieren. Sie nehmen einem manchmal die Vorfahrt oder knallen euch bei einer zweispurigen Kreuzung auch gerne mal in die Seite. Und dreimal dürft ihr raten, wer die Strafe kassiert. Wer in Tokyo Bassu Annai auch nur ansatzweise überleben möchte, der wartet geduldig an jeder Ampel und riskiert vielleicht auch bei einer Gelbphase nicht zu viel. Denn auch hier kann ein Punktabzug drohen, wenn die Ampel auf Rot schaltet, während ihr gerade noch die Kreuzung überquert. Jede Kurve sollte so sanft wie möglich genommen werden. Bremsen und Anfahren sollte ein zen-artiges Erlebnis sein, bei dem man nicht mal eine schlafende Katze aufweckt und man sollte generell einen Sack voll Geduld mit sich bringen. So ein Bus hat natürlich fast denselben Wendekreis wie eine Boeing 747, weshalb Kurvenfahrten immer und wirklich immer riskant sind. Wer gerne aus der Cockpit- oder Stoßstangenperspektive spielt, sollte unbedingt auf die Außenkamera umschalten, die einen viel besseren Überblick auf das Geschehen auf der Straße gibt, um eben keine sich im toten Winkel befindlichen Autos zu rammen oder Fußgänger zu überfahren. Selbiges gilt auch für Bergauffahrten. Und besonders die Strecke im ländlichen Tokioter Außenbezirk strotzt nur so von engen und teils uneinsehbaren Kurven, in denen man sehr gerne und sehr oft seinen Bus im Seitenhaus versenkt. In den Einstellungen des Spiels kann man übrigens den Todpunkt von Gas, Bremse und Lenkung ganz auf den individuellen Geschmack einstellen, was für einen Simulator absolut großartig ist. Nennt mir bitte mal ein Spiel von heute, wo das möglich ist. Die Steuerung mit dem Controller ist zwar ganz gut, aber prinzipiell sehr fragwürdig. Nicht aber, weil sie schlecht ist, sondern weil man versucht hat, sie so gut wie möglich ins Spiel einzubauen, was vor allem das Kurvenfahren betrifft. Solltet ihr zufälligerweise noch ein Lenkrad für eure PS2 oder Dreamcast haben, dann seid ihr absolut im Vorteil. Das Halten der Geschwindigkeit ist auch so eine Sache. Wer nicht ganz so sensible Finger hat, wird sehr schnell das Limit überschreiten. Meine Taktik war dann ein ständiges Tippen auf die Schultertaste, um wenigstens ein wenig eine konstante Geschwindigkeit zu halten, was aber beim Bergauffahren etwas schwieriger wird. Und das Anfahren, ohne dass die Passagiere sich das Genick brechen, ist auch eine sehr hohe Kunst. Man muss übrigens nicht alle Haltestellen im Spiel anfahren. Bei den grün angezeigten Punkten darf man gerne vorbeifahren. Aber trotzdem sollte man nicht vergessen, auch rechtzeitig die grünen Haltestellen anzusagen, da wie gesagt ein Punktabzug droht. An den roten Haltestellen müsst ihr definitiv anhalten, um eure Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Manchmal kommt es im Story-Modus auch zu kleineren Zwischensequenzen, in denen die Fahrgäste ein wenig aus ihrem Leben plaudern. Haltestellen sind übrigens aber die einzigen Punkte im Spiel, bei denen man wenigstens wieder ein paar Punkte gut machen kann. Grafisch ist Tokyo Bassu Annai eher nicht so ein Brett und wenn man es nicht genau wüsste, würde das Spiel glatt als PS1-Titel durchgehen. Zumindest läuft es flüssig, was aber dank der eher flachen Polygone mit den verschwindend geringen Texturen aber auch kein Wunder ist. Auch das Cockpit im Bus strotzt jetzt nicht wirklich vor Details und die Landschaft wirkt teilweise sehr wild, da die Objekte eher unsanft auf dem Bildschirm auftauchen. Eben wie in einem klassischen PS1-Spiel. Auf der anderen Seite hat man jede Strecke mit sehr viel Liebe gestaltet. Die Häuser sehen zwar alle aus wie Pappschachteln und von den grünen Hängen im Tokioter Außenbezirk wird man auf Dauer Augenkrebs bekommen, aber es gibt jedes Mal so viel zu entdecken. Die Stadt wirkt mit ihren vielen Hoch- und Wohnhäusern, einer U-Bahn, den Stadtverkehr und auch den anderen vielen Kleinigkeiten viel lebendiger als der langweilige und angeblich so originale Busi. Die kleinen Zwischensequenzen, die man manchmal an den Haltestellen sehen kann, sind quasi leider überhaupt nicht animiert, wenn man mal vom Ein- und Aussteigen der Passagiere absieht. Die Zwischensequenzen sind mit ihren Standbildern auch nur sehr zweckmäßig und das Ein- und Aussteigen der Passagiere wirkt eher wie eine Diashow. Generell wurden Fußgänger nicht wirklich groß animiert. Dafür gibt es aber eine ganz passable Sprachausgabe, was man jetzt bei so einem Spiel vermutlich nicht vermutet hätte.
Insgesamt ist der Ton aber ganz okay. Im Hintergrund dudelt je nach Tageszeit eine andere muntere Musik vor sich hin, die einem mitunter auch in den Schlaf wiegen kann, was jetzt für einen Busfahrer nicht unbedingt von Vorteil ist. Die Fahrgeräusche sind ganz nett. Man findet alle typischen Geräusche, die man auch in einem realen Bus zu hören bekommt, wie etwa das Zischen der Hydraulik, das Klackern des Dieselmotors und das Rumpeln und Poltern, wenn die Straße mal wieder nicht ganz so fein asphaltiert wurde. Für noch mehr Realismus sorgt die sanfte Stimme der Bushaltestellenansagerin. Die Grafik ist aber insgesamt nicht so wichtig. Der Kern des Spiels ist eben die knallharte und erbarmungslose Simulation. Aber seltsamerweise kann man mit Tokyo Basu Annai tatsächlich sehr viel Spaß haben. Die Lernkurve ist vielleicht etwas happig und manchmal lassen sich Fehler einfach nicht vermeiden. Aber so richtig unfair ist das Spiel eigentlich nie. Mal vielleicht von irgendwelchen Sonntagsfahrern abgesehen, aber die gibt es auch im richtigen Leben. Abgesehen des sehr hohen Schwierigkeitsgrad gibt es noch einen weiteren Nachteil. Das Spiel bietet keine englische Übersetzung, aber im Prinzip lässt sich Tokyo Basu Annai auch ganz gut ohne Japanischkenntnisse spielen. Also im Prinzip, man muss eben vielleicht nur rausfinden, für welchen Fehler man nun wieder 5, 10 oder sogar noch mehr Punkte abgezogen bekommen hat. Wer sich aber an die gängigen Straßenregeln hält, immer schön die Fahrstelle rechtzeitig ankündigt und die Blinker benutzt und auch halbwegs sicher den Bus durch die Stadt lenken kann, sollte eigentlich ganz gut zurechtkommen. Der einzig wirkliche Nachteil ist dann nur, dass man in den Zwischensequenzen wohl kein einziges Wort verstehen wird. Aber wir sind ja auch wegen der Simulation hier und nicht wegen irgendwelchen Tratsch. Wer nicht genug bekommen kann, darf sich übrigens die Lebensläufe aller gesammelten Fahrgäste in den Extras einzeln zu Gemüte führen. Und um die Stadtrundfahrt quasi perfekt zu machen, gibt es eine interaktive Stadtkarte mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. 2007年11月に運行を開始いたしました新交通ゆりかもめは港区新橋駅から11の駅に停車いたしまして Selbst jene, die schon irgendeinen anderen dahergelaufenen Busi gespielt haben, werden sicherlich oft an ihre Grenzen stoßen. Und wer nur Rennspiele zockt, der ist ohnehin fehl am Platz. In Tokyo Basu Annai geht es nicht ums Gewinnen, auch wenn man mit dem Abschluss einer Strecken und dem fleißigen Sammeln von Punkten weitere Strecken und Tageszeiten freischalten kann. Wer übrigens eine PlayStation Pocket Station hat, erhält ein zusätzliches Verkehrszeichen Quiz, das man auf seiner kleinen Speicherkarte Minikonsole installieren kann. Dasselbe gilt auch für die Dreamcast und dessen Visual Memory Unit. Wie schon erwähnt, ist Tokyo Basu Annai nicht wirklich ein Spiel im herkömmlichen Sinn. Zum einen ist es ein waschechter Simulator und zum anderen ist es wohl die größte Geduldsprobe aller Zeiten. Eine Route kann schon mal gut 20 Minuten dauern. Das klingt jetzt nicht wirklich lange, aber wenn man bedenkt, dass man die komplette Zeit über höchst konzentriert an die Sache rangehen muss, dann bedeutet das wirklich einen Sack voll Arbeit. Wer auf der Suche nach einem sehr guten, oder besser gesagt vielleicht nach dem besten Simulator aller Zeiten ist, der sollte unbedingt Tokyo Basu Annai nach Hause holen. Ihr werdet enorm viel Schmerzen haben und am Anfang vielleicht nicht mal 100 Meter weit kommen. Aber wer den Bus und alle Verkehrsregeln meistert, wird viele schöne Stunden mit dem Spiel verbringen werden. Ich übertreibe ja nur ungern, aber wenn ihr euch mit Tokyo Basu Annai angefreundet habt, werdet ihr vermutlich den absurd langweiligen Busi von der Pestflatte löschen und die Datenträger verbrennen. Es gibt nur einen echten Busi und der heißt Tokyo Basu Annai. 昨日で無事実地研修が終了。君の成績を見せてもらったが、各コース致命的なミスはなく、成績も悪くない。Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.